Also Stand jetzt haben wir 73 PS abgerufen. Ziel sind 1500. Alles klar. Ich bin bereit. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich kann nichts mehr sagen. Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Und heute haben wir was ganz Besonderes geplant. André ist hier. André hat beim Gewinnspiel eine Supercar-Fahrt mit mir gewonnen. So, und? Du Scheiße. Was sagen wir jetzt? Einfach wow. Ich bin einfach nur sprachlos. Okay, die haben hier heftige Autos. Wow. Was er aber nicht wusste, ist, dass wir nicht einen Supercar nehmen werden, sondern das Hypercar. Wir nehmen den Bugatti Chiron Sport. Grüß dich, André. Hi. Wir gehen gleich Bugatti fahren. Hi. Als André das erfahren hat, ist er fast aus den Latschen gekippt. Die ist total völlig verrückt. Wenn wir nicht gleich losfahren, müssen wir wahrscheinlich einen Arzt für André holen. André, sag mal, ich bin total sprachlos, ich kann wirklich nichts mehr sagen und ich danke dir wirklich, wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank. Du erfüllst mir einen absoluten Traum und ich glaube, kein Mensch kann das hier im normalen Leben, bei normalen Arbeiten das hier erreichen. Ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, also ich muss mich auch immer wieder kneifen, wenn ich in so einem Auto sitze. Ich glaube dir dazu 100%. Ja. Ich bin dir wirklich, wirklich von ganzem, ganzem Herzen dankbar. Als dann die Türen von Bugatti zufielen und wir losgefahren sind, erstmal dieses Gefühl Bugatti-Trauma. Der André neben mir, das war ja Emotion pur bei ihm. Genauso jemanden habe ich gerne neben mir haben wollen. Der hat das gefeiert. Ne? Das war durch und durch wirklich pure Lebensfreude auch beim André. Ich sitze in einem Bugatti, ne? Ich sitze in einem Bugatti. Ich kann nichts mehr sagen. Oh, nee. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin nur am Lachen, ich bin am Zittern. Ich bin froh, dass ich dich endlich mal kennenlerne. Ich wäre auch nur gekommen, wirklich, wenn ich dich nur einfach kennenlerne. Allein die Sympathie, die du immer hast in deinen Videos, ist absolut ein Traum. Ich wäre auch nur gekommen, wenn ich nur dich kennengelernt hätte. Danke. Wirklich, wirklich jetzt. Ohne Quatsch, das ist jetzt so nicht, weil ich mich hier irgendwie präsentieren muss oder so. Du kommst in Videos sehr sympathisch rüber. Danke dir. Mal die winken sogar. Hier, die Leute freuen sich für jemanden, wenn du so ein Auto hast. Aber wie gesagt, ganz wichtig, wenn jemand reinlächelt. Ja, und hier wieder, guck mal. Hi, grüß euch. Ja, die Leute, die freuen sich einfach. Ja, genau. Die Leute gucken und denken sich, ach du Scheiße, was kommt denn da an? Und vielleicht die meisten wissen ja gar nicht, dass das hier einfach ein Bugatti ist. Die denken einfach, was ist das denn für ein krasses Auto? Aber weißt du auch, was ganz wichtig ist, finde ich? Ja. Wenn du so ein Auto fährst ja. und alle Leute gucken ja automatisch, ja, ne? Natürlich. Dann ist es wichtig, dass man nicht in diesen Angebermodus verfällt. Ja, und dann so, ich auch. Weil die meisten neigen dazu, wenn die dann in so einem Auto sitzen und jemand guckt dich an, dass du dann so guckst. Ja, so aggressiv und so. Einfach so gucken, so ganz nach dem Motto, du siehst mich, aber du siehst mich nicht. Ja, ja, verstanden. Ich finde, es ist dann viel, viel schöner, wenn dich da einer ungläubig anlächelt, dass du mal zuwinkst und zulächelst und so. Ja, weil das versprüht dann auch eine ganz andere hast du vollkommen recht. Sympathie. Und das ist dann etwas, das vergessen die nicht. Ich bin jetzt einfach im Bugatti. Ich sitze einfach mit Omid im Bugatti. Servus. Ich kann es nicht glauben. Bugatti Chiron Sport, 16 Zylinder, 1500 PS. Wir haben das Auto im Winter gekauft. Ja. Da konnten wir den Wagen nicht bewegen. Wir haben praktisch einen 4 Millionen Euro Deal gemacht, ohne das Auto jemals Probe gefahren zu sein. Jetzt ernsthaft? Ja. Einfach nur krass. Also Stand jetzt haben wir 73 PS abgerufen von 1500, das steht hier. Ja. Siehst du das? Ja, ich sehe das. So, mal gucken, was wir später hinbekommen. Da geht bestimmt was. Ziel sind 1500. Alles klar. Ich bin bereit. Oh, sag mal, ich hab jetzt bei 100 km/h das Gaspedal getreten. Zur Hälfte durch und mir sind sofort die Räder durchgedreht. Ist das ist immer so krass bei dem Auto. Es ist einfach nur Wahnsinn.
Ich kann dazu wirklich nichts mehr sagen. Ihr könnt gar nicht wissen, was das hier... Das ist einfach nur krank, wie du in den Sitz gepresst wirst. Wir gehen mal ein bisschen Gas. Ah, hast du gesehen? Ach du Scheiße. Hast du gemerkt, wie es unter dir plötzlich gerüttelt hat, ja, als ich Gas gegeben habe? Das waren die durchdrehenden Reifen. Das ist krank. Und wir hatten 160 und ich habe das Gas zur Hälfte durchgedrückt. Und alle Reifen, diese Räder, sind sofort durchgedreht. Und einfach wow. Wenn er durchdrückt, dann hörst du da zischen von den Turboladern. Das ist ja richtig geil. Dann wird er auf einmal in einer Sekunde ganz laut und wieder richtig drückt. Und dann sitzt du und du könntest, wenn der durchdrückt, einfach. Das geht gar nicht. Nee, wirklich, das funktioniert nicht. Das ist total krass. Und ja, jetzt heißt es mal heute, gucken, ob der Wagen sich auch auf der Autobahn, wenn wir etwas schneller fahren, normal verhält, ist das Lenkrad stabil, haben die Reifen keine Unwucht. Dann wollen wir auch austesten, ob unser Spoiler hinten mitbremst. Und das ist alles so heute Programm. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auf eine linke Spur kommen. Mach jetzt mal bewusst sehr langsam. Ja. Hier darf man 100 fahren, dass wir auch nicht zu schnell werden. Und dann können wir einmal so ein bisschen, so einen ganz kleinen Gasstoß machen. Alles klar. Jetzt mache ich einfach mal so. Ich bremse jetzt noch mal so ein bisschen bewusst ab. Und so, jetzt geht's los. Festhalten. 3, 2, 1. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Mal wieder bremsen. Ich habe jetzt das Gaspedal so zu 30% durchgedrückt gehabt, ne? Ich kann nichts mehr sagen. Och du Scheiße. Und wir haben jetzt schon 1007 PS geschafft. Du Scheiße. Ist das geil. Oh mein Gott. Ich kann nichts mehr sagen. Wir werden nur, wenn die Autobahn Platz hat, etwas schneller fahren. Das Auto testen, gucken, sind die Räder ruhig, steht das Lenkrad gerade, verhält sich alles normal, gehen keine Warnleuchten an, bremst unser Heckspoiler mit. Ach du Scheiße. Wir haben jetzt innerhalb von gefühlt einer Sekunde von 100 auf 170 beschleunigt. Das ist krank. Du hast bis eine Sekunde drauf, direkt 70 km/h. Das ist einfach nur heftig, das hier. Man kann sich halt gar nicht in Worte fassen, wie krass das eigentlich ist. Das kann man, wenn man das nicht selber erlebt hat, man kann viel sagen, ja. Aber wenn man es nicht selber erlebt hat, ich kann hier ganz ehrlich sagen, man kann es nicht beschreiben. Das ist einfach nur total verrückt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin immer noch sprachlos. Ich bin voller Adrenalin. André, jetzt hast du folgende Aufgabe. Hier hinten der Spoiler. Ja. Wir wollen sehen, dass er mitbremsen kann. Ich gebe Gas, dann muss sich der Spoiler, wenn ich voll bremse, auch wieder aufstellen. Das müssen wir erproben. Und wir geben einmal Gas. Danke. Und? Ich sehe es im Rückspiel. Spoiler fährt aus. Gut. Das wollten wir sehen, das funktioniert. Das ist wichtig. Weil gerade wenn die ganze Aerodynamik ist ja auch darauf ausgerichtet, dass das Auto schnell bremst. Genau. Und das hat auch was mit der Bremskraft zu tun, wenn der hinten. Ja klar, der Spoiler bremst ja mit und bremst praktisch wie beim Flugzeug, wenn es landet und dann die Klappen hochstellt. Ja. Na? So bremst auch hier der Spoiler mit. Was die Leute ja unterschätzen, ne? Viele meckern ja immer, mit dem Bugatti so schnell und das ist unverantwortlich. Genauso schnell wie das Auto beschleunigt, kann es ja auch bremsen. Ja, genau. Es bremst ja auch natürlich. Also mein Fazit aus der Fahrt ist auch alles top bei dem Auto. Ne? Also der Wagen macht alles richtig. Ja. Die Spur ist gerade, die Reifen haben keine Unwucht, der Spoiler bremst mit, Beschleunigung ist voll da, alles ist perfekt. Ausgerechnet jetzt in dem Fall geht mein Akku leer, weil ich so viele Bilder eben gemacht habe. Dafür, dass wir so ein brutales Auto fahren, ne? Der Wagen ist relativ gemütlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da kann man auch mal 1000 Kilometer mitfahren. Ich sag dir ganz ehrlich, auf jeden Fall. Das ist nicht so bretthart wie so manchen Autos. Du sitzt hier jetzt, ist krank. Was war der Listenpreis? 3,6. 3,6, ja. Und die Autos werden ja nur teurer, ne? Ja. Das Auto liegt jetzt so bei 4 Millionen Euro Marktpreis. Ja. Weil du musst dir überlegen, es gab ja nur 500 Bugatti Chiron. Ja. Und das sind die letzten 16-Zylinder-Fahrzeuge mit 1500 PS, die es in der Geschichte der,
des Automobils geben wird. Ja. Ne? Und dass es weltweit mehr als 500 Menschen gibt, die gerne so ein Auto besitzen würden, ist auch klar. Ja, das verstehe ich. Ich kannte dich ja vorher nicht, ich sehe dich jetzt heute zum ersten Mal und die Sympathie, die bringst du einfach in den Videos rüber und ich kann wirklich eins sagen, Leute, das ist mein voller Ernst, er ist wirklich genauso wie in den Videos und das ist wirklich jetzt auch nicht, weil ich hier bei ihm sitze oder so, er ist wirklich genauso sympathisch wie auch in den Videos. Also sehr, sehr sympathischer Mann, kann ich wirklich nur sagen. Und ich bin, sag's nochmal, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Und ich weiß auch, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, bei ihm hier im Auto zu sitzen. Wir sind alle wieder da. So, André, vielen Dank. Wie war's? Sehr, sehr geil. Ich bedanke mich wirklich für das, dass ihr mir meinen Lebenstraum erfüllt habt. Ich danke euch wirklich. Sehr, sehr geil. Danke.